In den 48 Rennen in Spa zwischen 1950 und 2015 startete der Sieger des Rennens nur ganze 16 Mal von der Pole Position. Das Qualifying von gestern bestimmt zwar die Startaufstellung, doch der große Preis von Belgien ist nach wie vor für eine Überraschung gut. Wie heißt es doch so schön, es kann alles passieren und üblicherweise tut es das dann auch. Die Strecke von Spa-Francorchamps ist eine historische Rennstrecke mit 19 Kurven und einer stattlichen Länge von 7 Kilometern. Hier müssen die Fahrer nicht nur mit einem Höhenunterschied von mehr als 100 Meter, sondern auch mit langen, geraden und hohen Geschwindigkeiten in den Kurven zurechtkommen. Wer hier gewinnen will, der muss alles perfekt hinbekommen, denn das hier ist die Ardennenachterbahn. Und mit dabei ist natürlich auch Stefan Römer. Reden wir über Richter. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Es war ein sehr solides Jahr für sie und es gab natürlich jede Menge unglaubliche Leistungen. Aber was mich wirklich überrascht hat, war die Konsistenz. Mit dieser Form erwarte ich heute ein weiteres spannendes Rennen. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Richter, Vettel, Esteban Ocon und Perez. Hülkenberg, Sainz Jr., Raikkonen und Max Verstappen. Leclerc, Alonso, Stoffel van Dorn und Grosjean, Gasly, Magnussen, Brandon Hartley und Marcus Ericsson, Stroll und Sergei Sirotkin am Ende der Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Okay, remember to brake early for turn one, as the pack's gonna bunch up. There's plenty of runoff if things get too close. Ja, und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Fight 2018. Ja, wir haben eine etwas andere Strategie als alle anderen. Haben uns tatsächlich die Mercedes doch noch ein Schnippchen geschlagen, uns beide geschlagen auf jeden Fall. Also aus der Traum von der Pole Position, von der nächsten. Die haben wir dann frühestens in einer Woche dann in Singapur. Ja, wir starten, wie gesagt, eine andere Strategie, weil wir fahren mit Soft. Wir haben sind unsere schnelle Runde mit Soft gefahren. Also müssen wir tatsächlich nochmal ein bisschen was holen. Müssen wir noch ein bisschen was holen. Gut, gehen wir rein ins Rennen. Auf geht's. Einführungsrunde erstmal. Die wohl längste Einführungsrunde des Rennkalenders. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. So, könnte man. So würde, dann wäre das schön, wenn wir so starten würden. So, Abtrieb 1. Ja, wird schwer genug werden. Definitiv. Ah, es wird schwer genug werden, definitiv. Dieses Rennen hier vor uns zu entscheiden. Ja, wir haben uns ein bisschen verpokert. Das muss ich mal gerade so anmerken. Ich hoffe, dass das mit der Strategie noch irgendwie aufgeht, dass wir am Ende mit Supersoft fahren können, während der Rest mit Soft fährt. Und die dann, wie gesagt, noch mal ein bisschen was nachholen. Mal ein bisschen brüchern kann. Weil die Supersoft um einiges besser liefen als die Soft. Aber wir haben die Ferrari geschlagen. Das ist auch gar nicht mal so unwichtig, tatsächlich. Wir haben den aktuellen Weltmeister hinter uns. Also, was die Konstrukteure betrifft. Und zwar, ja, direkt hinter uns, ja genau. Weil die Reihenfolge, die wir jetzt gerade in der Liste haben, die stimmt nicht. Ich habe mal kurz eben die Mercedes vernascht. Also dieser Abstand hier, wenn wir den so im Rennen rausholen auf Soft, ist das ein Träumchen. Wenn das so entspannt. Ja, aber diese Highspeed-Ecken, die liegen uns nicht so. Die liegen uns gar nicht so. Ja, dieses Kurvige. Wie gesagt, in Ungarn, das war perfekt. Solcher könnte Singapur tatsächlich auch so eine Strecke sein, die tatsächlich auf dem Red Bull liegen könnte. Aber mal gucken. So, jetzt wird es an die Box, wenn man die Startstellung gestellt. Allerdings nur auf das dritte Slot. Also die ersten beiden bleiben frei. Das sind die beiden Mercedes halt jetzt. Ups, sorry. Hab ich auf den Gas geschickt. Oh, das hat weh.
Hamilton Bottas und dann wir, dann Vettel und Raikön. Und dann erst irgendwann Max Verstappen auf 10. Weil dazwischen noch die beiden Force India parken. Auf den Plätzen 5 und 6. Auf den Plätzen 6 und 7. So rum ist es richtig. Gut, dass wir eine kurze Distanz haben. Also wir müssen gucken, dass wir jetzt echt einen vernünftigen Start erwischen. Kriegen wir schon einen Mercedes in der ersten Kurve. Jetzt geht's gleich los. So, Angriff. Ah, warte mal. Ich drücke natürlich jetzt den Vettel schon mal ein bisschen raus, dass ich den erstmal wegbekomme. Ja, natürlich nicht das erwartet, was ich bekommen, was wir erwartet hatten. Die Hoffnung war da, einer der beiden Mercedes zu knacken. Schon in der ersten Kurve, aber wir sind deutlich besser rausgekommen, das wäre ruhig. Die beiden Mercedes auf jeden Fall jetzt im Duell. Bottas direkt dran an Lewis Hamilton. Setzt sich links daneben, wir sehen es gerade auch schon tatsächlich ein bisschen. Die zwei sind auf jeden Fall sich da gerade nicht schon. Nicht ohne eins, und das könnte tatsächlich die Chance sein. Das könnte die erste Chance sein, für den Red Bull dran zu kommen. Wo kommt der mal vorbei? Auf jeden Fall 4. Wo kommt denn ein Superstart auf jeden Fall? Und wir sind auf jeden Fall dran, zumindest mal an den beiden Mercedes auf jeden Fall. Ja, ich muss natürlich ein bisschen abrutschen, abbremsen lassen, weil da passt kein zweites Auto daneben. Och, Bottas hat seine Mühen erstmal gerade so ein bisschen eingestellt. So, wir haben jetzt gerade ein bisschen nach hinten geguckt, aber wir sind wieder. Bei diesem kurvigen Teil haben wir echt einen mega Vorteil. Der Mercedes ist deutlich, hat eine schlechte Kurvenlage, deswegen bin ich auch am Anfang der Saison ja zu Red Bull gewechselt. Hab da quasi alle drei Top-Teams einmal durchgewechselt. Werde dann aber im 2019, wie gesagt, mit dem Schlusslicht anfangen, mit dem Williams-Team anfangen. Aber das soll jetzt keine. Das sind jetzt erstmal keine Gedankenspiele für heute, sondern für die neue Saison dann erst. So, ja, Ocon ist dran, auf jeden Fall. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Hamilton ist Zeit. 2 Sekunden langsamer als der Hamilton da vorne. Ja, ich probiere es natürlich jetzt nochmal ein bisschen was ranzukommen. Der Ocon macht richtig Druck, also das ist ein Mercedes-Motor, was hinter mir ist. Der um einiges besser liegt als der Renault-Motor, den wir momentan im Heck noch haben. Hier ist es ja noch Renault und da war es ja, Honda ist jetzt auf der neuen Saison, einfach 2019. Oh Gott. Der Ocon misst seit Sektor 1, aber die wird bei allen jetzt angezeigt. Ja, 11 Runden stehen an heute, 9 haben wir noch. Ja, der Bottas muss abrutschen. Abreißen lassen von Hamilton. Ich hoffe, mal gucken, von denen vielleicht irgendwann kassiert bekommen. Jetzt haben wir ein bisschen weg vom Ocon. Ich sag ja, in dem Kurventeil hat der Red Bull deutlich einen Vorteil gegenüber dem Mercedes und über den anderen Fahrzeugen. Weil der Red Bull doch ein bisschen eher kurvenlastiger ist. Jetzt versuchen wir es natürlich. Ja, jetzt sind wir wieder voll dabei. Aber hier ist man nicht vorbeizukommen. Kriegen wir es jetzt vielleicht hin? Ah, scheiße, natürlich. Da war ich ein bisschen zu viel. Ja, die Bremsen sind nicht gerade perfekt. Ich will natürlich jetzt irgendwie versuchen, da ranzukommen. An den Bottas. Ich war ja schon vorbei eigentlich. Habe ich ein bisschen die Flügel angehauen. Nur eine Hoffnung ist, vor der ersten Kurve den zu kassieren. Jetzt wird die Position wegholen. Patsch! Ich hab ihn. Ja, Hamilton war es natürlich jetzt absolut ideal. Ich glaube, einer hat sich jetzt verabschiedet schon. Jetzt müssen wir natürlich wieder an den Hamilton da vorne rankommen. Ja,
Ja, der hat auch schön DS jetzt gerade im Bunker. Der wird uns jetzt wahrscheinlich kassieren. Grosjean ist der Weiß aus dem Rennen. Also kann nicht Bottas, sondern Grosjean. Und da ist nochmal gelb. Das könnte aber auch das Ding hier gegen Ocon gewesen sein. Dass der ein bisschen gerecht hat. Ich versuche mich natürlich mit ein bisschen zu verteidigen. Ich will ja irgendwie auch gerne. Ja, das ist das Problem jetzt gerade. Wir müssen euch da jetzt vorne rankommen. So, sorry. Der Vorteil ist, dass wir natürlich jetzt die Möglichkeit haben, mit dem Softreifen noch länger zu fahren als der Hamilton. Und dann hoffen, dass wir mit dem Supersoft zurückschlagen können. Und wir sind erst in Runde 3. Wir laufen jetzt auf Runde 4. Oder laufen jetzt ein in Runde 4 gleich. Wobei ich denke, dass wir die Supersoft wahrscheinlich, dass wir jetzt auf 2-3 Ründchen warten und dann irgendwann den Wechsel, den Change machen. Hinter Mokon ist natürlich beide, ist noch ein Renault. Dann ist der erste Ferrari, also Vettel hat auch viel verloren. Upsala, bloß nicht irgendwie Fehler machen. Da sind wir überhaupt nicht gut rausgekommen, das wird wieder ein Angriff von Mokon werden. Drei Sekunden. Ja, das war natürlich nicht ideal. Da bin ich einfach viel zu weit rausgekommen. So, die 3 Sekunden nehme ich mir mit. Wieder weg. Ich habe jetzt nicht aufgehört, wie fällt der Rundstand bis zum Hamilton. Wagen vor mir. 5,7. Ja gut. Ja, der baut natürlich richtig auch mit seinem Vorsprung auf. Ich glaube, da ist Schwierigkeit hinterher zu kommen. Ja, das Duell mit Bottas, das war definitiv alles andere als perfekt. Bestzeit sogar. 5,2 halbe Sekunden haben wir jetzt gut gemacht. Plötzlich können die Soft auf jeden Fall. Jetzt sind die Soft, glaube ich, auf Temperatur gerade. Weil auch Ocon nicht mehr viel melden hat gerade. Frage ist, wann geht Hamilton? Jetzt! Wir übernehmen jetzt erstmal die Führung. Klar. Aber wir müssen uns das ja noch machen. Wir müssen mega Vorsprung rausziehen. Ich sag ja, das ist definitiv alles andere als gewonnen. So, Max ist in der Box. Klar, die gehen natürlich jetzt alle in die Box. Ocon muss auf jeden Fall auch noch. Das ist alles klar, das ist alles super soft jetzt, was ich. Ich denke, das Runde 7 oder so will ich eigentlich gerne in die Box. Dann die letzten 4 Runden nochmal versuchen zu pushen. Vielleicht auch jetzt. Ja, die Runde ist zu früh. Das ist eine Runde zu früh, definitiv. Ich guck mal, was die Dings sagen können. Wenn die mir denkst, dass jetzt auf 5 Runden die Reifen bei über 30% sind, würde ich nicht wissen, was nach 6-7 Runden mit den Supersoft passiert ist. Das ist alles eigentlich zu früh, was ihr da macht. Liebe. Ah ne, ihr fahrt soft, ne? Oh, da ist einer raus. Ist ein Renault. Virtual Safety Car, das könnte unsere Chance werden. Das ist ein Renault gewesen. Ich glaube, das ist Hülkenberg, oder? Oder war das Sainz? Drop your speed, our Delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately.
Ja, Nico. Nico Hülkenberg leider. Raus. Unser Rivale. Komm, liebe Safety Car. Virtual Safety Car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Jetzt ist grün. Jetzt haben wir auch DLS aktiviert. Wir fahren natürlich noch eine Runde. Schau dir wieder vor die Geschwindigkeit. Das tue ich jetzt auch. Das ist perfekt, das ist gut. Ja, für Hülkenberg ist es bitter. Also zwei Ausfälle haben wir mit Grosjean und mit Nico Hülkenberg. Die leider raus sind. Also ein Haas und ein Renault. Die Boxengasse ist hier verdammt lang, also das kann theoretisch sein, dass wir hier echt Schwierigkeiten bekommen, uns die Pole zu halten. Wir müssen jetzt hier auf Stand auf Hamilton da gleich gucken. Ah, na klar, war die Runde langsamer, der Start. Wir pushen natürlich jetzt, versuchen natürlich zu pushen. 5 Ründchen haben wir noch, also... Oh, das ist nicht viel. 11,7 Sekunden, das reicht definitiv nicht, um 5 Stop vor 1 zu sein. Da fehlen einige und ich glaube, wir werden weit zurückfallen mit dem Stop. Ich hoffe, dass wir mit dem Soft tatsächlich, mit dem Super Soft tatsächlich am Ende nochmal was pushen können. Ah, mal gucken, was Hafscher das gleich sagt. Komm, 8 Sekunden, das ist natürlich nicht ideal. Eine Runde brauchen wir noch. Ocon dürfen wir fast verpacken, aber Hamilton nicht. Eine Runde muss ich noch. Das wäre sogar Bestzeit gewesen. Also wir haben nochmal eine Zeit gesetzt. Statement. Wobei die Software ein bisschen mehr zulegen, ja, auf jeden Fall. Hamilton 12,1. Obwohl wir noch, obwohl er noch mal. Ja, 12,1 Sekunden. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt danach die Runde in die Box. Wir müssen danach noch mal rein. Klar. Wobei ich gerne die Soft nutzen würde, um durchzufahren. Also das wäre alles wär klar. F,9, ja. Er hat ein bisschen aufgeholt. Also wenn wir jetzt in die Box gehen, guckt, dass wir mit dem Soft und mit dem Super Soft dann nochmal versuchen zu pushen auf den Sieg. Ich glaube, gegen Ocon sollte man gewinnen, aber gegen Hamilton nicht. Der Abstand ist zu nah. Und das war's. Okay, Box, Box. Ach, Mann. So, wie gesagt, ich rede Singapur. Sekunden. Wir haben eine Sekunde gerade jetzt gut gemacht. Komm, jetzt in die Box. Schneller Stop. Ich weiß, wer Bull eigentlich kann. Exit now. Na komm, da. Oh, das wird verdammt knapp. Jetzt ist der Boy Hamilton vorbei. Ah, die kommt, zu spät. Die kommt zu spät. Pit strategy complete. See these tires through to the end now.
Klar, alles andere bringt jetzt nichts. Wir müssen jetzt gucken, dass wir auf den Sieg pushen. Der Vorteil ist, dass wir jetzt die schnelleren Reifen auf dem Auto haben. Also ich erwarte jetzt nicht, dass wir... ich hoffe, dass wir deswegen jetzt irgendwie noch reißen können. Komm! Drei Runden haben wir noch, liebe Leute. Es wird spannend werden. Hamilton oder wir? Reichs- und Risikoserie hier ausgerechnet in Belgien. Eigentlich ist tatsächlich der Heimat von Max Verstappen. Er ist der gebürtige Belgier. Hatte beide Pässe halt. Aber ich komme dran auf jeden Fall an den Hamilton. Komm. Ein Sieg wäre so wertvoll. Ein Sieg wäre so wertvoll. Vor allem, weil Bottas wahrscheinlich nicht viele Punkte holt. Ah, Virtual Safety. Nur noch 17 Autos im Rennen. Das ist natürlich jetzt alles andere als super ist. Brent Nadley. Komm, jetzt gibt das Auto frei. Das ist das Problem, wenn ich jetzt gerade... Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Oh, gib das Auto frei. Wie steht Hartley? Ja, der hat mir natürlich jetzt dadurch eine Runde komplett abgenommen. Green flag. Ja, das wird schwierig werden. Jetzt noch so ein Ding und dann wäre das Thema erledigt. Dann hat er das Ding, aber... Ich sag ja, in diesem kurvigen Teil haben wir es auf jeden Fall. Sind wir besser. Ich muss ja natürlich versuchen, was zu pushen. Ja, wir haben ja noch zwei Runden, ne? Also wir haben ja noch die Runde zu Ende fahren und dann haben wir noch zwei Runden... Ich komme ja wieder ran an ihn. Ich will jetzt mal wieder in die Kurve anbremsen kann. Die ist mir uninteressant, wenn ich ehrlich bin. Mir ist da vorne ein bisschen interessanter. Ich hätte jetzt das ERS gerne auf den Überholen gestellt. 2,3 Sekunden noch. Oh, das muss natürlich jetzt alles hier irgendwie noch passen. Viertel. Wir haben noch eine Runde. Wir müssen jetzt hier gucken, ob wir rankommen. In dieser Runde, im Laufe der Runde jetzt. Wir sind jetzt voll dran an Hamilton. Sache, das Ding können wir noch gewinnen. Jetzt muss es aber jetzt, dass wir hoffentlich in diese Runde passt. Ich hoffe, dass ich vor der Busstop kassieren kann. Das wäre natürlich ideal. Oder meine, in der Kurve. Ja, warte mal. Erstmal müssen wir das Rennen irgendwie noch, das Auto noch halten. Hier habe ich... Sache, das kriegen wir noch hin. Komm, den Hamilton holen wir uns doch. Das Ding gewinnen wir. Bei der Bastop habe ich mir einen Bottas kassiert. Na, jetzt geht's langsam, jetzt geht's gleich in die letzte Runde.
DRS deployment mode before you hit your deployment limit. So, und jetzt hat sie, jetzt mitnehmen. Genau, Bestzeit. So. Jetzt den Schwung mitnehmen. Über die Rouge. Auf die lange Gerade. Und dann den Natzen. So, jetzt holen wir uns rein. Komm, anderen diesen Kurve. Ah, das ist zu eng. Das ist zu eng. Das passt nicht. Scheiße. Hier könnten wir es tatsächlich versuchen. Jetzt habe ich ihn. Dann habe ich es irgendwann versucht mit der Brechstange. Yes, baby. Leichte Berührung. Aber egal. Wir haben ihn ermitteln. Wir führen. Letzte Runde in Belgien. Wir haben es tatsächlich gepackt, den Hamilton komplett zu kassieren. Aber ist noch nicht gegessen, diese Runde. Der wird natürlich richtig Power jetzt nochmal freischalten, der Mercedes. Aber wir haben beide DRS-Zonen überstanden. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Oh. Nur mehr als immer eine Sekunde, jetzt haben wir tatsächlich immer gekehrt. Jetzt können wir uns dann holen. Puh. Ja, wir haben es geschafft, vor 3 auf 1 noch zu fahren. Yes! Yes! Was ein Rennen. Weltklasse. Es war niemals einfach, aber es hat tatsächlich gepasst. Bis zur letzten Runde Spannung. Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Red Bull heute den Sieg eingebracht hat. Und Stefan Römer, teile uns deine Gedanken mit. Wie hat er dieses Resultat bloß hinbekommen? Ich würde sagen, es war schlicht und einfach das Tempo. Wir können den ganzen Tag über Strategien sprechen, überholen, auf die Reifen aufpassen. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute. Ich sehe, dass die Fahrer bereits unterwegs in Richtung Podium sind. Und Red Bull tut so viel für die Formel 1, da müssen sie einfach vorn mitfahren. Deshalb freue ich mich. Eine weitere Trophäe tritt die Reise nach Milton Keynes an. Es war so wichtig. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Richter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Ich würde sagen, Marcus Ericsson. Auf Tuchfühlung mit anderen Autos verfügt er über ein äußerst feines Gespür und er hat sich im Laufe der letzten Jahre sehr gut weiterentwickelt. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Guck mal, wir haben heute drauf. Einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel-1-Saison dabei sind. Oh, was für ein Rennen, ey. Wie viel haben wir denn noch? 23 Punkte. Ganz knapp dran an den Mercedes. Das ist wichtig. Das war richtig wichtig, dass wir da auf jeden Fall heute dieses Rennen gewonnen haben. Nicht nur für unsere WM, sondern auch die Konstrukteurs-WM. Wir sind plötzlich dran. Schafft das Red Bull wieder mal die Konstrukteurs-WM zu gewinnen? Das war ein gutes Rennen heute. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Na, perfekt einfach. Es geht doch nichts über einen Sieg auf dieser Strecke, habe ich recht? Ja, perfekt. Sie sind sicher froh, auf dem Siegertreppchen zu stehen. Das war super, ja. Ihr Team ist angesichts Ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Danke für den Kommentar. Ich würde sagen, weiterarbeiten, so weitermachen.
Also der nächste Rennen. So, nächste Rennen ist Ferrari-Land. Dann geht's nach Italien. Dann geht's nach Monza. Da wollen wir natürlich auch nochmal triumphieren. So. Auf jeden Fall war das ein definitiv dickes Ausrufezeichen. Ein tolles Ergebnis, du hast dich gut geschlagen. Ich denke, über so eine Leistung kann sich keiner beschweren. Das ist natürlich ein Traum heute gewesen. So. Ja, Glückwunsch bis an den Podiumsplatz. Du bist hervorragend gefahren und alle im Team sind froh, so viele Punkte mitzunehmen. Der Fahrkönnen war genau auf dem Punkt und du hast durchgehend ein gutes Tempo gelegt. Achte auf, dass du auch die Weiterentwicklung weiterbringst, damit wir genauso weitermachen können. Wobei es definitiv knapp war. Auch mit der Strategie. Also mit den Softreifen, dass wir da am Ende doch noch die Zeit geholt haben. Es war auf jeden Fall die richtige Strategie. Ich glaube, so haben wir es tatsächlich dann am Ende durch das noch gerockt. Weil sonst wäre der Hamilton, glaube ich, weg gewesen. Puh. Ja, nächstes Wochenende. Den Vorblick habe ich gerade schon angedeutet. Das nächste Rennen ist Italien dann am Freitag und dann freue ich mich, wenn ihr wieder eingeschaltet bei Let's Play F1 2018. Bis dahin und auf Wiedersehen.